Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute mit einem ganz anderen Hintergrund und anderes Licht. Und heute filme ich nämlich mit meinem Handy anstatt mit meiner Canon Legria, mit der ich sonst auch immer filme. Denn, wie ihr euch erinnern könnt, das Video mit meinem Bruder, also der Sound und die Kameraqualität waren irgendwie nicht so, ja, toll. Das haben auch sehr viele bemerkt, ich aber auch. Aber ich musste es dann im Endeffekt trotzdem hochstellen, weil ich hatte keine andere Möglichkeit. Und dann habe ich bei dem Mobbing-Video, habe ich nämlich mit meinem Handy gefilmt. Ich weiß gar nicht, ob euch das aufgefallen ist, aber ich habe auf jeden Fall mit meinem Handy gefilmt und der Ton war einfach nur super und das Bild war auch in Ordnung. Vorübergehend, wie gesagt, also ich bekomme demnächst nämlich eine andere Kamera, ein ganz anderes Licht. Es wird sich einfach alles komplett ändern. Deswegen macht euch jetzt keine Gedanken, hä, was ist mit deiner Qualität und hä, was soll das? Und dein Licht, scheiße. Ja, normalerweise würde ich meine Softbox nehmen, aber ich dachte mir, irgendwie sieht das, ich finde, das sieht irgendwie jetzt gemütlich aus, so, weil ich dachte mir, komm, das soll ein chilliges Video werden. Und ich sehe dieses, ja, ich setze mich jetzt vor der Kamera und rede so, ihr wisst schon, was ich meine. Sondern, wie gesagt, ich chill mit meinem Stuhl, ich chill auf meinem Stuhl. Nein, ich kann mich auch nicht richtig bewegen. Ich sitze auch total krumm. Auf jeden Fall war ich nämlich heute beim Arzt. Und ja, ich habe eine Spritze bekommen. Und die tat wirklich sau weh. Wirklich, ey. Wirklich, ey. Nee, ich komme darauf nicht klar. Das tat unnormal weh. Denn ich habe mich gestern irgendwie verrenkt oder so. Und ich konnte mich plötzlich gar nicht mehr bewegen. Also überhaupt nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr nach da bewegen, nicht mehr nach da. Jetzt geht's einigermaßen, weil ich die Spritze bekommen habe. Und die hat auf jeden Fall geholfen. Hab dann auch Tabletten bekommen, Schmerztabletten. Und ja, ich weiß nicht, was mit mir los ist. Momentan habe ich irgendwie alles. Rückenprobleme. Hallo, mit 17 Jahren Rückenprobleme. Was läuft da nicht richtig, Enya? Worüber das eigentliche Video heute sein sollte, ist... Und zwar, ich habe meinen DS herausgekramt, mein Nintendo DS XL oder keine Ahnung, was das hier ist. Ja, XL, IXL, DS IXL. Den habe ich schon richtig lange. Den hatte ich mal zu Weihnachten bekommen. Und da das Ding ja eine Kamera hat und ich ja so eine... ich liebe es ja, mich aufzunehmen oder von mir Fotos zu machen. Ich liebe das ja. So, und wenn man mir, Enya, etwas schenkt, wo eine Kamera dabei ist, dann geht das nicht gut. Absolut gar nicht. Ich habe so viele Bilder da drauf. Was heißt so viele? Weiß ich gar nicht. Ich weiß überhaupt gar nichts. Ich habe noch gar nicht geguckt, was hier drauf ist. Deswegen dachte ich mir, weil ich sehr neugierig war, ich habe das Ding hier rausgekramt und ich dachte mir so, ey Enya, du musst doch irgendwie noch Bilder oder sowas da drauf haben. Und dann dachte ich mir, und ich war richtig neugierig, ich wollte erst gucken, aber ich dachte mir, weißt du was, darüber machst du einfach mal ein Video. Es wird zwar sehr peinlich, weil ich will gar nicht wissen, wie ich früher aussah. Was mir gerade aufgefallen ist, dass ich noch Aufnahmen von mir hier drauf habe. Und ich werde euch jetzt auf jeden Fall ein paar Bilder zeigen von mir. Und meine Aufnahmen. Und, oh Gott. Das Bild sehe ich jetzt gerade schon, das sieht voll scheiße aus. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ja. Das Schlimmste ist einfach, wo ich das Bild geschossen habe, sitze ich einfach auf Klo. Ich meine, guckt euch das mal an. Ja, man kann es sehen. Was ist das? Was soll das bitte darstellen? Ne. Okay, ich will gar nicht wissen, was noch hier drauf ist. Total schön, würde ich mal sagen. Vor allem, was habe ich da bitte mit meinen Augenbrauen gemacht? Schaut euch das mal an. Guckt mal richtig hin. Die sind nur bis zur Hälfte. Das Stück war also ab. Ja, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe meine Augenbrauen immer abrasiert. Immer so dicht die Mitte. Und dann hatte ich immer nur bis hierhin hatte ich immer Augenbrauen. Ja, das sah aus, ne?
Deswegen, und ich habe die momentan überhaupt nicht gezupft. Jetzt sind die wieder zu krass hier vorne. McDonald's-Augenbrauen. Und ich habe Pickel. Ja. Ich sehe auch heute ein bisschen komisch aus, weil ich habe mich heute nicht richtig zurecht gemacht. Deswegen heult bitte nicht rum. Aber ich fühle mich trotzdem schön. Ja. Hier ist zum Beispiel ein Bild. Ich weiß nicht, was es darstellen soll. Aber ich glaube, ich habe mich sehr sexy gefühlt. Schaut mal. Was ist das? Wie gucke ich da? Ah, ich will dich auffressen. Oh Mann, das ist. Weiß ich nicht. Warum mache ich sowas? Oh mein Gott, apropos Spiele. Ich habe immer richtig gerne. Nee, was? Wie ist das nochmal? Yoshi Touch and Go. Oh mein Gott, dieses Spiel. Ich glaube, ich habe mir vor, so einen alten Nintendo DS zu holen, weil irgendwie kackt der immer ab hier. Deswegen, der hat irgendwie Wackelkontakt. Oder ich muss gucken, ob mein Papa mir das irgendwie fertig macht. Ich hab mir wirklich vor, dieses Spiel zu bestellen, weil ich einfach wieder. Keine Ahnung, ey, das ist so. Kindheit. So, das ist meine Kindheit, dieses Spiel. Das hat mein Bruder gespielt. Das habe ich gespielt. Das war einfach so ein. Ich finde das Spiel einfach nur richtig geil. Das macht auch einfach so viele Spiele. Was? Ah, Nintendo Dogs oder so heißt das? Ich glaube, das kennt ihr Mädels bestimmt auch. Das haben die Mädels richtig oft gespielt. Gerne sogar. Ich habe das immer früher mit meinen Freundinnen. Die haben dann auch ihren Nintendo DS immer so mitgenommen. Und dann haben wir das immer gespielt. Das hat wirklich richtig Spaß gemacht. Oder was gab es noch? Animal Crossing. Oh mein Gott, das würde ich mir immer noch holen. Ich weiß, aber keine Ahnung, das ist so komisch. Ich möchte das einfach wieder spielen. So. Das erinnert mich einfach so an früher. So. Das ist halt so. Meine Kindheit, so. Das sieht aus wie so. Warte, wie heißt der? Ich weiß jetzt. Oh, scheiße, ich komme nicht auf diesen Namen. Aber ihr kennt doch diesen Frosch, der immer singt, dieses. Ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Oh mein Gott, das ist so behindert, ne? Auf jeden Fall schaut euch das Bild an. Alter, du heiße Braut. Alter Falter, du heiße Braut. Alter Falter, du heiße Braut. Alter Falter. Heilige Scheiße, was habe ich bitte gemacht? Wollte ich irgendwie sexy sein oder was? Was habe ich mir da bitte mal angeguckt, dass ich so rede? Alter Falter, du heiße Braut. Ey, ich war wie ein Junge, irgendwie kann das sein? Oh Mann. Okay, das ist ganz schön creepy. Ich weiß nicht, was das war. Du bist mein Kind, ich weiß, ich liebe das Leben. Mädel. Ich sag ja, ich hatte keine Hobbys, ne? Was sing ich da? Was ist das? Du bist mein Kind, ich weiß, ich liebe das Leben. Du bist mein Kind, ich weiß, ich liebe das Leben. Was? Ich möchte ein Spiel spielen. Das ist jetzt nicht wahr, ne? Das ist jetzt nicht wahr. Ey, das habt ihr jetzt nicht gehört. Oh Mann, Enya, lass es doch einfach. Ich meine, für 11, ne, ist jetzt die Stimme jetzt nicht ganz schlecht. Aber
Nein, nein, einfach nein. Nein, 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 nein. Oh, oh. Oh mein Gott. Scheiße. Wer ist bitteschön so krank? Ey, ich war so krank. Das kann ich. Du musst ein Spiel spielen. Ja. Du hast 3 Minuten Zeit zu entkommen. Alles klar. Ich glaube, ich habe echt zu viel von diesem Scheißfilm geguckt. Ey, wer ist bitte. Ey, Leute. Ich war so gestört, ne? Echt. Das ist nicht normal. Das war absolut nicht normal, was ich mir jetzt. Ey, wie kann man sich so eine Scheiße reinziehen? Dann würde ich sagen. Okay, ich bin wieder richtig verrückt hier. Ich kriege wieder meine 5 Minuten. Auf jeden Fall, wir machen den Schluss jetzt mal hier kurz, ne? Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!